Weltmeister! Ja, meine lieben Freunde, was geht? Herzlich willkommen zu diesem wunderschönen Vlog. Ihr seht vielleicht, meine Freunde, dass irgendwas bei mir nicht stimmt. Jetzt ist alles wieder richtig, aber die Kamera ist halt schief. Seit gestern Abend, nach diesem kleinen Incident... Ja, hängt mein Kopf einfach schief und ich habe tatsächlich Todesnackenschmerzen. Also ich glaube, Leute, das, was der Arzt heute Morgen gesagt hat, ist, den Kopf in dieser Position zu halten. Ich weiß nicht, ob das wirklich richtig ist, weil ich komme mir extrem dumm dabei vor. Auch so Auto zu fahren wirkt extrem dämlich. Aber Leute, ich habe eine Salbe bekommen. Ich denke mal, das ist morgen oder spätestens in 3 Jahren wieder weg. Also falls ihr mich jetzt immer so seht, Leute, peace out an die Hater, ihr wisst Bescheid. Wir werden heute noch ein paar Dinge erledigen. Ich muss unter anderem, habe ich mir überlegt, den Pfand wegzubringen aus dem UFO, weil das hat bei Easy erstmal gut funktioniert. Und zweitens brauche ich einfach Kleingeld. Drittens habe ich vor, Zweitens habe ich vor, Leute, heute mit ein paar Luten ein bisschen Action im UFO zu machen, denn wir haben ein paar Sachen, die sich der sportlichen Aktivität widmen, zu erledigen. Ich glaube, das passt ganz gut, da mein Kopf jetzt einfach auf 11:30 hängt, sollte das auf jeden Fall passen. Ich möchte natürlich für diese sportliche Aktivität mit Freddys Graviergerät noch gerne einen Pokal herrichten. Das wird heute alles passieren. Ich habe jetzt erstmal ein Business-Meeting und werde euch da einfach mal mitnehmen, Leute, und begleite euch jetzt mit diesem wunderschönen Vlog einfach ein wenig mit durch den Tag. Ich hoffe, ihr habt eine schöne Zeit. Yes, wir sehen uns gleich wieder. Macht's gut. Ciao. Oh, Leute, keine Ahnung. Sieht das doof aus, wenn ich die ganze Zeit so rumlaufe? Eigentlich ja nicht, oder? Sieht ja so aus, als wäre alles normal. Super, was man nicht alles für einen tollen Trend-Content macht. Ja! Junge, kannst du dich mal bitte von unserem... Ey, darf ich hier parken? Willst du in die Tiefgarage reinfahren, ins UFO? Ja, ins UFO will ich fahren, bitte. Was machst du hier? Ich treffe mich mit Felix. Mit denen? Ich treffe mich mit dem prominenten Leuten. Ja, da fragt doch den, ob du in die Tiefgarage reinfahren kannst. Ja, der antwortet mir nicht, ey. Ja, schade, ne? Weil den ist nämlich noch gar nicht da. Ach, da kommt da er ist doch. Die Mistgestalt. Guck mal. Oh, der will jetzt bestimmt hier rein, aber ich lasse ihn nicht rein. Ist ja schon Sommer, oder? Kann man ja auch Cabrio fahren im Sommer, oder? Man kann immer Cabrio fahren. Junge, Junge, Junge. Dein scheiß Kommentar, da hättest du dir sparen können, ja? So Leute, Meeting war auf jeden Fall gut. Ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz zu den Sturmwaffeln. Hallo? Hallo. Hi Freddy, na? Alles Panik. Gut? Was? Panik. Ja. Panik? Hi. Na? Alles gut bei dir? Boah, was hast du mit deinem Nacken gemacht? Gestern beim Rutschen habe ich mir den Nacken verdreht und jetzt kriege ich den nicht mehr runter. Echt? Gar nicht mehr, Alter. Der Arzt hat gesagt, ich soll so rumlaufen heute Morgen. Schau, wir haben gleich ein bisschen was Action vor. Vielleicht ist es keine gute Idee, das mit Nackenschmerz zu machen, aber ich frage mich trotzdem. Ja. Ich würde dich und Paluten gleich gerne zu einer Fußball-Challenge herausfordern. Ja. Denn ich habe eine Torwand gekauft und ich brauche dafür einen Pokal. Ich habe zufällig auch immer einen da stehen. Oh, das ist ja, Alter, als hätten wir es abgesprochen. Ne? Darf ich hier vorne gravieren? Ja, gravieren. Ich will dir keine gravierenden Fehler machen, ne? Magst du mal kurz die Kamera halten? Ja. Auf welche Stufe stehe ich das denn? Ja, einfach so wie es ist. Nicht so fest. Ja, das geht doch voll in die Hose, Alter. Das ist das Siegessymbol. Ne? Und jetzt ist hier Torwand. Torwandstempel. Ist hier schief geschrieben? Jetzt kommt hier noch ein Verzierungsring hin, so. Und das Symbol hier von unserer Torwandmeisterschaft. Hier kommt noch so ein Pin und da kommt noch so ein Pin und da. Alter. Ja. Hier steht's, Torwandchamp mit der Torwand und dem eigentlichen Fußball. Und das hier hinten ist das Siegessymbol. Warte, ich muss kurz hier, da ist er. Weil wer das hat, der gewinnt. Also, oh, das kann man gar so gar nicht sagen. Wir haben 2000... Nicht getriggert sein, ich würde sagen, Leute, wir sehen uns gleich dann, wenn... Tschüss. ...ich beim Chiropraktiker war und... So Leute, was geht? Der liebe Moritz ist jetzt da. Was geht ab, Alter? Hallo, hallo. Schmick. Halt mal bitte ganz kurz die Kamera. Wir haben nämlich hier ein Super Football, Real Action Football. Hä? Super Football, Real Action Football? Was habe ich da bestellt? Komm mal mit, Mo. Pass auf, wir bauen es erstmal gemeinsam auf, würde ich sagen, Leute. Denn, meine Freunde, ich habe ja bereits erwähnt, wir werden heute eine kleine UFO-Torwand-Challenge machen, ja? Ich habe auch überlegt, Leute, dass wir vielleicht alle mal zusammen in eine Zocker-Arena fahren. Ihr kennt doch so Hallen-Fußball-Dingen ja, ja, ja. So. Wenn ihr das wollt, smash gerne mal Like-Button nach oben. Also, pass auf, ich weiß nicht genau, wie das aussieht, das Ding. Aber ich muss ganz ehrlich schon sagen, von den größten Verhältnissen her ist einfach schon echt stark. Was? Junge, warte mal ab, ja? Ist ja mal sau hoch, wenn ich das wieder rausgelassen habe, Alter. So, Mo, wir haben hier einmal... Ich habe gar keine Ahnung, was ich hier mache, wenn ich ehrlich bin. Und dann muss man das, glaube ich, so... Leute, das wird auf jeden Fall easy zusammengezimmert, das Ding. Ja, guck mal, das ist doch voll okay von der Ja, Post, ist doch okay. Oder? Ich meine, wir können natürlich jetzt hier keine riesen Torwand aufbauen. Wir haben gestern schon eine Wasserrutsche aufgebaut, Leute. Man muss auch mal den Nachbarn signalisieren. Wir wollen uns auch ein wenig hier einfügen und chillen. Also es kann natürlich nicht sein, dass wir jeden Tag lautstark rumschreien. Wobei, eigentlich machen wir das. Wusstet ihr, Leute, dass ich früher mal im Verein gespielt habe? Was lachst du, Mann? Ja, ich glaub's dir, ich glaub's dir. Hab ich wirklich? Und da steht das Tor schon. Schaut euch das mal an, Amener Kolb, Leute. Dena wird gleich noch mitspielen und Paluten. Und best case natürlich auch noch der liebe Freddy. Zander ist ja auch noch gerade nebenan. Ne? Ehrlich? Du das? Zander ist gerade nebenan, ja, ja. Aber du weißt, dass ich 18 Jahre Fußball gespielt habe, ne? Ja, jetzt nicht mehr.
Ist doch super. Leute, hier ist der liebe Paluten. Hallo. Und der möchte mit uns gleich da spielen. Wenn ich mich jetzt verletze, Palle, dann werde ich nie wieder diese Fußball-Challenge abschließen können, wenn du verstehst, was ich meine. Es wäre fatal, wenn jetzt irgendetwas geschehen würde, das meinen Nacken eventuell wieder ins Gleichgewicht bringen, wenn du verstehst, was ich meine. Ich möchte nur ganz kurz sowohl für die Kamera als auch für meine Kamera sagen, dass das hier gerade abgesprochen ist. Was? Oh. Was? Ich bin geheilt! Aber ja! Aber ich höre nichts mehr. Ich habe vor allem Wadde. Ich habe noch mal was. Mal aus jetzt hier! Ich würde gerade. Felix, bitte. Was ist denn? Ich habe dieses wunderbare Torwand, den hier gekauft, weil ich der Meinung bin, dass es nicht nur hochwertig ist, sondern auch schön. Gib mal den Bauch. Tschüss! Oh! Mit der Nummer 25, Position rechts zentriert da vorne, genannt der Zerberste Paluten. Er kann sich nur noch rollend bewegen. Mit der Nummer 69, Moritz Mo. Mit 660 Kilo Kampfgewicht und der Gesichtsbehaarung eines Bären. Mit der Nummer 46.212, Zander LP. Mit der Nummer 4, Dena. Falsche Sport. Ist der real? Oder... Also, wir werden jetzt gemeinsam Torwartschießen machen. Wir warten wir gerade fahren auf... Rennen, dachte ich. Wir machen ganz kurz Torwartschießen, dachte ich mir. Okay, also pass auf. Piss. Ich dachte, wir fahren Rennen. Piss. Piss. Dann hab ich gewonnen. Okay. Mein Schatz, was? Schatz, ja, der untere hat immer gewonnen. Nein, der Schatz nicht oben. Der untere hat immer gewonnen. Der Schatz nicht oben. Gut, Zanahana. Komm, wähl einfach. Ich nehm Mo. Scheiße. Das ist der Einzige, der Fußball spielen kann. Palle. Komm, willst du nicht bei mir spielen? Es geht hier nicht um Wollen. Okay, wen wählst du dann? Ja, ich bin hier, Dena. Ja, geil, Alter. Ist ja auch der letzte, der eben da war. Ich würde sagen, wir haben hier Punkte, Alter, weißt du? 5 Punkte, 2 Punkte, 3 Punkte, 3 Punkte. Gut, Zander, fang an, komm. Ja, ja, von an. Da. Von da. Mit dem Ball. Mit dem Ball. Das sah schon gut aus. Gefilmt, der war drin. Da, er war nicht drin. Er klebt gerade mein Tor zu. Nein. Hier, okay, hier, Zander. Ja, ich hab's. Habt ihr Tina? Team Schwiegen. Team Schwiegen. Schieß mit uns, Alter, komm. Jawohl, er war drin! Er war drin! Ey! Du hast mich gefilmt, Peter! Ja! Ziemlich nice. Ja. Junge, ist ja mal gut. Oh, ey, der war wirklich schlecht. Ich würde ganz gerne von vornherein mal wissen, wie viele Schüsse hat jeder? Ja, weil jetzt fangen wir ja auch erst an. Ne, das zählt ja nicht. Also, Felix, hörst du jetzt auf? Gib den. Felix, Mann! Felix! Der Sturmwaffe nicht. Mitspiel spielt Donny für uns. Aber wieso muss Donny für unser Team sein? Weil Donny ein super Kopfballtyp ist, guck. Also, ich würde sagen, wir machen die Regeln ganz simpel. Jeder hat 3 Schüsse. Es geht heute um einiges, Jungs. Ja? Es geht um den Pokal des UFO-Torwartschützen. Der sieht vielleicht aus, als wäre er aus Plastik, als wäre er nicht viel wert. Aber der ist aus Plastik und nicht viel wert. Ich würde sagen, Felix, ich spiele einmal, wo schon wer anfängt. Schnick, schnack, schnuck. Ja, habe ich gewonnen. Palle. Ja, bitte. Freddy hat uns natürlich gelassen. Ja. Donny, du und ich sowieso ein Dreamteam. Mega. Bitte nicht faulen, okay? Wir holen das Ding. Schwalbenkönig, Donny! Okay, ich halte fest. Das war richtig scheiße. Wie kacke, Alter. Okay, Zander. Nein, Leute, komm zurück! Nein! Simon hier. Okay, Zander. Okay. Mein Ziel ist, den Kameramann abschießen. Thomas? Ja. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Fast. Leute, bist du dran? Ja, mach ich. 1, 2, 3, los, Leute, tschüss! Auseinandergerissen. Der war schon kaputt. Guck schon. Das ist ganz. Johnny! Oh, jetzt nächster. Okay, Peter, komm schon. Okay. Fußball laut Paluten. 1, 2, 3, komm! Ah. Der ist nicht reingegangen. Nee, ich wollte volle Kante schießen, ja, aber. Andere Art zu spielen, ja, aber weißt du? Oh! Ey, nach dem Video locker anfangen von der Nationalmannschaft. Weißt du? Ja, 100. Die haben Bock auf mich? Nicht. Okay. Ja.
Also stehen alle so betroffen, schweigen so. Hast du eigentlich so gesagt? Helfer! Die Kamera lief nicht! Okay, von der Abend jetzt der Ball. Wird er den Ball reinmachen? Er ist geliebter Torwartschützenkönig und trifft er! Oh! Leider nicht. Da sehen wir alle das Karriere aus hier bei kicker.de für Felix von der Laden. Okay, Mo. Muss ich schaffen? Das ist doch nicht wahr, Alter. Aua! Das ist doch nicht wahr! Es ist immer so ein Stück, Alter! Das machst du, wenn du drinnen darfst und nicht, wenn er daneben ist. Ah, okay. Ja, wir machen jetzt einfach, Leute, das. Du, wir spielen jetzt einfach so lange, bis jemand trifft. Fertig. Okay, Paula, komm. Das kann nur geil werden. Komm schon. Ja, los. Okay, jetzt wird aufgeholt. Freddy, du kommst mit von der Ersatzbank. Du musst warm gehen. Du bist unsere Geheimwaffe. Rein da jetzt! Freddy, das ist unsere einzige Chance, hier zu gewinnen. Bitte, Freddy. Freddy, mach keine Kacke. Ja. Mach keine Kacke, komm schon. Los, du bist eine Maschine. Ja, nein. Darf ich mir eine Chance geben zum Ausgleichen? Ja. Okay. Mit Chicken. Ja, jetzt sind Doppel drin, Alter! Es hat doch keinen Sinn, Du musst einfach blind draufschießen, oder? Ja! Mach die Augen zu! Felix, ich glaub, ihr habt gewonnen. aber jetzt wollen doch alle gar nicht aufhören zu spielen, das ist gut. Los, spiel! Los, Felix! Zieh nach Felix. Warte, schnell, nee, das ist Maske. Warte. Komm schnell! Felix, komm mit dir. Du hast hiermit den Torwart-Champ mit dem Torwart gewonnen. Aber, da du deine Dreist gefault hast... Ich hab nicht gefault. Halle! Der Verkalk geht auch an dich, weil du gefault worden bist. Ja, du bist gefault. Das war ein fieses Foul. Wir machen es kurz, Leute. Ich habe gewonnen. Dankeschön für... Damit sind wir hier raus. Donald ist zerstört worden. Ich weiß absolut. Ich habe mir das echt cooler vorgestellt. Abonniert Sturmwaffe. Abonniert mich. Abonniert Sturmwaffe. Ich war einmal kurz dabei. War aber gute Zeit, oder? Danke. Leute. Jetzt können wir. Morgen geht's weiter. Wir haben für morgen etwas Geisteskrankes geplant. Heute mal ein bisschen relaxter. Gut. Ich entschuldige mich für... Okay, ich habe ein bisschen Angst gerade. Ich entschuldige mich schon für aufgetretene Verletzungen im Hintergrund und eventuell... Das war's von diesem Video. Tschüss.